Ich heiße Martina und komme vom Niederrhein. Da ich persönlich ein Mensch bin, der extrem viel wissen will, immer alles logisch erklärt haben möchte und das nicht gerne einfach nur so hinnimmt, war dieser Workshop ja für mich perfekt, weil da ist genau dieser Trieb befriedigt worden. Das Allerwichtigste war für mich aber, ich habe schon viele Workshops mitgemacht und naja, da ging es dann eben oft so um, wir wollen alle ins Vertrauen gehen und wir sind im Licht und in der Liebe und ja, sicher sind wir das. Nur wenn ich dann Fragen habe und ich kriege immer nur Licht, Liebe und habe Vertrauen als Antwort, dann ist es für meinen Verstand und meine Logik eben unbefriedigend. Ich habe endlich verstanden, auch bei den Übungen dann dadurch, was ich mache, weil uns auch im Gegensatz zu anderen Kursen nicht erklärt wurde, was wir da erleben werden und fühlen werden. Wir haben nur die Technik gelernt und dann mussten wir halt sehen, wie es wirkt oder was dann passiert. Also was mich ja überhaupt dazu gebracht hat, mich dafür zu interessieren, war, dass ich bin nun mal Christ und ich finde auch andere Traditionen, Religionen gut. Es ist vieles dabei, aber ich bin Christ. Ich kann das nicht und will das auch nicht ändern. Aber es wäre schon schön, wenn das mal kompatibel mit etwas wäre. Und wenn man jetzt in andere Lehren geht, dann wirst du da auch nicht gleich verbrannt, ja. Aber es ist schon so, dass es heißt, natürlich kannst du Christ sein, aber das machen wir jetzt mal hier, was wir hier machen. Und dein Christsein, das machst du dann wieder zu Hause, sage ich jetzt mal so. Und das ist hier halt anders. Du kannst hier in der Andinen-Tradition wirklich beides miteinander verbinden und miteinander nebeneinander leben, ohne es jetzt total zu verflechten. Aber es kann nebeneinander bestehen. Und ich brauche mein Christsein nicht einen Augenblick aufgeben. Und das war für mich so der Hauptpunkt. Und da habe ich schon so gedacht, na, das schreiben die so, mal gucken, wie es denn dann jetzt auch so ist. Aber es war so, absolut. Juan berührt mich auf einer ganz tiefen Ebene. Ich habe sowas ehrlich gesagt noch nie erlebt. Das irritiert mich jetzt so ein bisschen, weil da ist so viel Gnade bei ihm. Ich fühle ganz viel Gnade bei Juan. Und trotzdem ist er ein absoluter Mensch. Er ist jetzt nicht irgendwie so, oh, ich bin heilig, so. Überhaupt nicht. Er ist total im Leben. Er hat ein Wissen, es ist ein wandelndes Lexikon. Es ist auch egal, worüber du mit ihm sprichst. Ich schnall immer ab, was der alles weiß. Es fasziniert mich völlig.